98,9% aller Menschen da draußen leben ein Leben, was keinen Sinn hat, keine Tiefe hat, keinen Bezug hat. Sie wissen überhaupt nicht, was ihre heilige Mission ist, was sie hier auf der Erde tun, warum das Ganze und wie sie es schaffen, die nächsten 5, 10, 20 Jahre auf ein Fundament namens Seele aufzubauen und nicht auf dem Fundament namens Ego. Eine andere Eigenschaft von charismatischen Menschen, aus meiner Sicht sind es nur zwei, das ist Präsenz und die zweite Eigenschaft, das sind Emotionen. Wenn ein Leonardo DiCaprio in einem Kinofilm heult, dann heulen andere Menschen mit. Das ist der Grund, warum er 25 Millionen Dollar bis zu, ich glaube, 40, 60 Millionen Dollar Gage pro Film bekommt. Wenn ein Schauspieler von der Theaterbühne irgendwo in Stuttgart auf der Bühne steht und dort heult, dann juckt es dein Opa vielleicht in der zweiten Reihe kurz im Bart und dann denkt sich, okay, aber es passiert nicht viel. Das ist der Unterschied. Werde ein Meister der Emotionen, der zweite Teil von Charisma. Und das heißt, wie gelingt es dir das Ganze am besten? Indem du als erstes deine Innenschau betreibst, indem du als erstes dir die Frage stellst, hey, wie fühle ich mich eigentlich? Weil Emotionen bedeutet, du kannst ja keine Emotionen transportieren, wenn du dir gar nicht dessen bewusst bist, was fühlst du gerade. Und was ich erlebe in unserer heutigen Zeit, dass sehr, sehr viele Menschen derart betäubt sind für sich selbst, weil wir in der Zeit von Zivilisation leben, so viele Dinge deine Aufmerksamkeit von morgens bis abends beanspruchen, dass wir es uns Stückchen für Stückchen verlieren zu fühlen. Nur weißt du, so wie die Erde die Erdanziehungskraft hat, ja, also die Gravitationskraft, jedes Mal, wenn du irgendwas in die Hand nimmst, zum Beispiel, ich habe hier ein Dübel und ich werfe jetzt den, lasse den los. Mit 9,81 Meter pro Sekunde fällt dieser Dübel auf den Tisch. Und so wie keiner an der Erdanziehungskraft von uns zweifelt, umso mehr zweifeln Menschen, dass Gefühle nicht zum Menschen gehören. Und das heißt, so wie die Erdanziehungskraft allerdings zu der Erde gehört, zu unserem Universum, so gehören auch menschliche Gefühle zu uns Menschen. Doch viele Menschen kriegen von Kindheit beigebracht, Indianer weint nicht, hör auf zu heulen, sei keine Memme. Männer wie Frauen, die sich permanent verletzen in ihren Beziehungen als Kollegen, mit der Konsequenz, dass diese Gefühle ja nicht weg sind, sondern in den Zellen eingelagert werden, eingespeichert werden mit einer schmerzvollen Bedeutung. Und ist eine Emotion, die schmerzvoll ist, erst einmal in den Zellen im Körper gespeichert, dann vergisst ein erfolgreiches, glückliches Leben. Je mehr negative Erfahrungen du in deinem System abgespeichert hast, umso mehr trägst du verfaulte, verschimmelte, schmutzige Energie mit dir mit, jahrelang, obwohl du es nicht musst. Ich weiß nicht, ob du Obst zu Hause hast oder Gemüse oder im Kühlschrank schon mal was gefault oder geschimmelt hat. Was machen wir? Sofort, weg damit. Aber nicht mit eingestampften Emotionen, mit denen Menschen seit Jahren sich immer und immer wieder begegnen und vom Schlafen gehen oder wenn sie gerade einsam sich fühlen, immer wieder diese Negativität hochkommt. Nur wie willst du von innen heraus als Kind strahlen, dein inneres Kind zeigen wollen, wenn du keine Heilung betrieben hast, wenn du dich selbst noch nicht befreit hast? Und das heißt, um im Außen Emotionen bei Menschen zu bewirken, und zwar wahrhaftig, bedarf es zunächst einmal der Zellen zu öffnen in deinem ganzen System. Wir können ja mal ein kleines Experiment machen. Wenn du jetzt für einen kurzen Moment deine Augen schließt und jetzt an eine Emotion oder an ein Gefühl in deinem Leben denkst, was dich total runtergezogen hat, ich weiß, es ist nicht schön, aber denk mal für einen ganz kurzen Moment an eine bestimmte Situation, vielleicht in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten, die dich total wütend, vielleicht traurig, vielleicht verletzt oder gekränkt hat, egal durch wen es hervorgerufen ist. Und wenn du jetzt dieses Gefühl wirklich bewusst wahrnimmst und reingehst und das jetzt zu 100%ig weißt und fühlst, verstärk es für einen Moment, geh da nochmal rein, lass deine Augen zu. Und wenn du jetzt reingehst, spür einmal, in welcher Gegend es in deinem Körper ist. Auf welcher, in welchem Bereich deines Körpers fühlst du dieses Gefühl von Anspannung, von Schmerz, von Wut, vielleicht Trauer, Enttäuschung, verletzt worden sein, enttäuscht worden sein? Okay, ich zähle wieder auf 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Augen öffnen, einmal kurz ausschütteln, damit dieses Gefühl aus dem Körper rausgeht. Dreimal laut auspusten und dann schickst du es weg ins Universum und schüttel dich mal ganz kurz. So, wenn du dich jetzt wirklich eingelassen hast, dann hast du für einen kurzen Moment gespürt, wo es in deinem Körper sitzt, ja oder nein.
Denise schreibt bei mir in der Brust. Dreimal Brust sehe ich schon im Brustbereich. Anna schreibt im Kopf. Sehr, sehr gut. Beine, Beber, Dankeschön dafür. Wieder Brust. Schreib mal rein, wo du das spürst. Und fühl mal, was die anderen schreiben. Die meisten sagen Brustbereich. Michaela, Herz, Kopf und Brust. Bauchgegend, okay. Wahrscheinlich Solar Plexus, Irina, oder? Herz, Niere. Sehr, sehr gut. Also ihr seht, unterschiedliche Emotionen, Magen, werden an unterschiedlichen Stellen im Körper gespeichert. Und wisst ihr, so wie wir verschimmelte Lebensmittel wegwerfen, umso paradoxer, dass Lebensmittel, die vielleicht 1, 2, 3 Euro kosten, nicht mehr zu uns gehören, aber negative Emotionen, die uns nicht erlauben, ein besseres, ein glücklicheres, ein entschlosseneres, ein selbstbewussteres Leben zu führen, ein Leben in Selbstliebe, in Achtsamkeit, in Präsenz, in Liebe, in Stärke, dass wir diese krampfhaft aufrechterhalten. Und wenn du so möchtest, ist es eine Einladung an dich, dich emotional noch mehr zu befreien, indem du dir wortwörtlich, ich kann es nur einladen, vielleicht trinkst du ein Gläschen Wein, mach deine Lieblingsmusik, mach gedämmtes Licht, setz dich auf die Couch, mach eine kraftvolle Musik, die dich tief berührt, oder gib bei YouTube Alpha Waves ein oder Theta Waves und geh volle Absicht in dieses Gefühl, was du vorhin gespürt hast, und leg deine beiden Hände auf diese Gegend, egal ob das bei dir Kopf, Beine, Brust, Magen, Nieren, egal wo du es gefühlt hattest, und leg deine beiden Hände da drauf und erlaube diesem Gefühl so vollständig rauszukommen. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, bei Maxime, du weißt nicht, was ich mir dann antue. Da kommt so viel Schmerz, da kommt so viel Leid, da kommt so viel Drama hoch. Du wisst ja, Freunde, wenn du dich zu 100%ig in das Gefühl einlässt, dann dauert das maximal, wie lange kannst du dein Gefühl fühlen? 30, vielleicht 60 Sekunden. Wenn du dich wirklich all-in einlässt. Ich bin zum Beispiel so ein Freund, wenn ich eine Verletzung hatte aus der Kindheit oder als Jugendlicher schwer verliebt oder ähnliches, dann habe ich so eine Playlist gehabt mit meiner Lieblingsfilmmusik. Und dann habe ich diese rauf und runter gespielt und ich habe geheult wie blöd, als ich 14, 15, 16 war und unglücklich verliebt war. Aber heute weiß ich, damals habe ich es intuitiv richtig gemacht, ich habe diese Gefühle nicht verdrängt. Sonst wäre ich heute komplett emotional zu, ein Stein. Ein Mensch, der sich nicht traut, wirklich einzulassen, in Kontakt zu treten. Weil wenn wir verletzt worden sind, dann sagen wir, oh Gott, das hat so weh getan, hau mir bloß ab. Und dann landen Menschen mit der Zeit, weil sie ihre Verletzungen sich nicht anschauen, weil sie diese Gefühle nicht fühlen wollen, weil es wird uns beigebracht, negative Gefühle oder Dinge, die wir nicht fühlen wollen, wegzudrücken, statt diese Dinge zu fühlen. Und wenn du das nicht fühlen möchtest, dann glaub bitte nicht, dass es nicht da ist. Es ist da. Es ist wie wenn du im Auto sitzt, Tankanzeige ist fast null und du klebst ein Kaugummi drauf und sagst, habe ich nicht gesehen, ist nicht da. Du bleibst trotzdem auf der Autobahn liegen. Und das Gleiche gilt für deine Gefühle. Das ist ein wichtiger Rat, Appell, Einladung an dich. Lass dich noch mehr ein auf das Leben. Schau dir deine Themen an, schau dir deine Verletzungen an. Meistens ist schon sehr, sehr viel bis zum 16., bis zum 20. Lebensjahr passiert. Und wenn du klug bist, und das hoffe ich sehr, dann schnappst du dir ein Blatt Papier und setzt dich hin, nimmst dir genau 3 Minuten Zeit, 180 Sekunden, und in diesen 180 Sekunden notierst du all die Dinge, die dir spontan hochkommen, wo du das Gefühl hast, da hast du irgendwie, wenn du daran denkst, wirst du traurig, wütend, da kommt irgendwann Enttäuschung, Unbehagen, Gefühl von plötzlich, dass die Energie verloren geht, Energieabfall. Und dann, wenn du eine Liste hast, in diesen 180 Sekunden an den Punkten aufgeschrieben hast, gehst du die Dinge bitte nicht alle hintereinander durch, sondern du schaust sie dir, dass du in den nächsten 1, 2, 3 Wochen Stückchen für Stückchen abarbeitest. Wie? Indem du dir ein Gefühl davon rausnimmst, vielleicht schneidest du das in kleine Teile und gehst mit diesem Gefühl an einen ruhigen Ort, wo du nicht gestört wirst. Du machst deine Lieblingsmusik. Bei mir ist das Filmmusik, die nichts berührt mich so sehr wie Filmmusik. Ich habe eine richtige Playlist von 30, 40 Filmen, die mich tief berührt haben, wo ich dann weiß, wenn die kommt, dann ist sofort Maxim, Herz auf. Und dann gehst du da rein und erlaubst dir bewusst, in diesem entspannten Zustand, in diesem tiefen Zustand, noch mehr zu fühlen. Und auch, ja, manche Menschen haben Angst, wenn sie ins Gefühl reingehen, dann könnte dein Damm brechen und dann fließt das alles aus und da kommt so viel Negativität. Nur gleichzeitig, aus meiner Sicht, ist es die einzige Möglichkeit, um sich emotional zu befreien. Tust du es nicht,
auch in Ordnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, in der nächsten Beziehung oder in deiner aktuellen Beziehung sich vollständig einzulassen, deutlich geringer, einfach nur, weil dich vielleicht jemand in der Vergangenheit verletzt hat und du mit diesem Schmerz, mit diesem, wie soll ich sagen, damit statt deine Zellen sich mit dem anderen, deinem Partner oder anderen Menschen andocken können, weil du sagst, oh wow, Anziehung, spürst du nur kurz Anziehung und dann ist es wie so eine Art Plastikfolie drumherum, das heißt, du kannst gar nicht andocken, weil da irgendwas dazwischen ist. Und das ist meistens dieser Airbag namens Angst, es kommt aus dem Ego. Und so ist es so viel schwieriger, eine wahrhaftige Beziehung zu haben, eine tiefgreifende Sexualität zu erfahren und nicht das, was da draußen ständig in der Pornografieindustrie produziert wird, was Frauen nicht so fühlen, weil Frauen sehnen sich nach dieser emotionalen Verbindung. Deswegen sage ich auch immer, Frauen sind emotional intelligentere Wesen. Sie heulen eher, als es ein Mann sich erlaubt zu tun. Mann, ne, ich darf nicht, ich soll nicht, ich bin Weichei, das will ein Mann nicht fühlen. Ich kenne aber sehr, sehr viele Männer, die dann genau das Gleiche tun, allerdings dann einsam zu Hause und voll verbittert sind und dann sagen, nee, komm, scheiß drauf. Das Problem ist, wenn ich scheiß drauf sage, dann sind die Zellen wieder, und dann sind die zu. Und mit geschlossenen Zellen, mit einem Herzmauer um dein Herz, manche haben da richtige Salatschalen ums Herz oder Betonmauern, ist es so schwierig, im Leben voranzukommen. Das heißt, du bist von deinen Mitmenschen abgeschlossen. In eine tiefe, intensive Partnerschaft ist es so viel schwieriger reinzugehen. Du bist von deiner göttlichen Essenz, von deiner göttlichen Kreativität abgeschlossen, weil Kreativität ist immer eine Emotion des Herzens. Die liebevollsten Menschen haben die kreativsten Ideen. Egoisten lieben nicht. Ja? Deswegen sind auch Egoisten sehr häufig Menschen, die weniger Kreativität versprühen, weil sie sagen, nur ich und mein Ego, sie haben vielleicht irgendwann mal eine gute Idee gehabt und dann gründen sie Unternehmen, verdienen damit Millionen von Dollar und Euros und sind aber todunglücklich, weil sie merken, ich kenne solche Menschen. Und dann sitzt du da und dann weißt du, da ist ein mehrfacher Millionär vor dir am Tisch und dann merkst du tote, leere Augen, einfach weil die Zellen abgestumpft sind. Und dann versucht man sich dann irgendwie im Außen zu arrangieren, indem man irgendwie extra teure Autos, super 40.000 Euro Rolex sich kauft. Manche konsumieren Menschen, manche konsumieren Lebensmittel. Und dann ist es nur von außen nach innen, von einem Hamsterrad zum nächsten und dann nur noch warten, bis irgendwann du ins Grab fällst. Und wenn das Leben ist, dann sage ich, dann haben die meisten Menschen da draußen, die aktuell leben, ihr Leben vollständig verfehlt. Und in den Worten von Neil Donald Walsh, den ich auch interviewen durfte, findest du bei YouTube bei uns, der sagte, 98,9% aller Menschen da draußen leben ein Leben, was keinen Sinn hat, keine Tiefe hat, keinen Bezug hat. Sie wissen überhaupt nicht, was ihre heilige Mission ist, was sie hier auf der Erde tun, warum das Ganze und wie sie es schaffen, die nächsten 5, 10, 20 Jahre auf ein Fundament namens Seele aufzubauen und nicht auf dem Fundament namens Ego. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und was dann? Was hast du dann davon, wenn du davon mehr hast und davon mehr hast? Und meine tiefste Erkenntnis ist, reinige dich selbst, geh nach innen, nicht noch mehr nach außen, nicht noch mehr Konsumwaren, nicht noch mehr Spielzeuge, nicht noch mehr Menschen, sondern reise nach innen, zu deinem eigenen, inneren, meistens leider verletzten Kind und dass du ein starker Bruder, eine liebevolle Schwester für dein eigenes inneres Kind, für dein kleines Mädchen, das du bist, als 4, 5, 6, 7, 8-Jähriger, 10, 12-Jähriger und der kleine verletzte Junge, den du als Mann in dir hast und dass du wie ein Bruder dich zu ihm stellst und sagst, egal was war, egal was mit den Eltern war, egal wer dich verletzt hat, ich werde auf dich aufpassen. Ich werde ab sofort für dich da sein. Ich werde es nicht zulassen, dass jemand mit dir derart redet und kommuniziert. Ich bin bereit, für dich einzustehen und ich lasse es nicht zu, dass du dich selbst so schlecht behandeln lässt und auch dich selbst so schlecht behandelst. Und plötzlich passiert Transformation, Freunde. Plötzlich fangen die Zellen an, Stückchen für Stückchen aufzugehen und auf einmal spürst du Liebe und du siehst nicht anderen Menschen und sagst, ah, was für ein Idiot, ah, was für ein Dummkopf, sondern sagst, ey, wow, der Arme, die Arme, die sind noch so voller Schmerz. Verletzte Menschen verletzen, liebende Menschen lieben. Die wichtigste Frage, die du in deinem Leben stellen kannst, ist, in welche Kategorie möchtest du hineingehören? Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Niemand lebt dein Leben. Dein Leben, deine Entscheidung.